Was geht ab, meine OZ-Fighter? Oh, Saruya, Boys and Girls für Dragon Ball Z Dokkan Battle JP. Haben wir an der Stelle angekündigt bekommen, dass das Game ein Legendary Freezer Event bekommt. Endlich mal ein Event, so wie damals Legendary Goku Event oder Vegeta Event in der neuen Zeit. Ich bin sehr darauf gespannt, weil diese Events auch immer sehr viele Kategorie-Missionen bekommen haben. Und wir haben an der Stelle dann auch noch das Super Easy bekommen, die Infos und Details für den Tag Gotenks auf JP. Da gehen wir auch gleich über die Übersetzungen. Bevor wir mit den News anfangen, Boys and Girls, so checkt gerne den Let's Play Kanal aus, Osuru Nachts, der Link ist in der Beschreibung, denn ab heute 18 Uhr startet mein Elden Ring Let's Play. Ich habe schon um die 10 Parts parat. Entweder wird das täglich um 18 Uhr kommen oder jeden zweiten Tag etc. Schauen wir mal, wie das läuft. Elden Ring ist wirklich richtig geil. Von Anfang bis Ende. Alleine habe ich es noch nicht gespielt und was machen wir im Prinzip? Geht heute los, wie gesagt. Zudem bin ich heute live nachmittags ab 15, sagen wir 16 Uhr ungefähr, 17 spätestens komme ich live. twitch.tv/osurusons, der Link ist in der Beschreibung. Dort werden wir die Gacha Games spielen, sei es Dokkan Legends, One Piece Dream Pointer, als auch Elden Ring weiterzocken. Und Dream Pointer kam mir letztens oder kommen immer wieder einige Videos, checkt sie euch gerne aus, guckt in die Beschreibung, da tue ich euch immer gewisse Links da lassen, die das Spiel ein bisschen erleichtern etc. Das Game bekommt, also wir wissen immer noch nicht, ob es eine globale Version bekommt und oder nicht, Leute, daran hat sich nichts geändert. Aber mit dem Game habe ich auf jeden Fall auch sehr Spaß und ich habe euer Feedback gelesen, dass ihr Gameplay sehen wollt etc. Deswegen, ich werde mich die Tage drum kümmern, checkt auf jeden Fall alles ab. Okay, außerhalb davon, Legendary Freezer Event, das Ding ist, also eigentlich sollte ja Ende April die Golden Week Celebration stattfinden, sowohl auf Global als auch JP. Und wenn dieses Legendary Freezer Event irgendwas mit der Golden Week Celebration zu tun hat, also beispielsweise Thematik, dass Namek Saga die Thematik ist, also es Teil dieser Celebration wird, dann hoffe ich, dass es auch auf Global relativ schnell kommt oder direkt kommt. Ansonsten im Sommer ist ja der Sync etc. Und ich bin mal sehr drauf gespannt. Legendary Events feiern wir alle, denke ich, damals, als mit Goku angefangen hat, Goku GT. Und dann auch noch Vegeta. Richtig geil, dass wir jetzt eins bekommen gegen einen Villain. Das wollten wir schon seit Ewigkeiten. Jetzt kommt es. Ich bin sehr drauf gespannt. Lass mich mal wissen, wie ihr das findet. Schauen wir uns mal die Infos und Details zum Super Easy Gotenks an der Stelle an. Und zwar, das Easy von Gotenks ist ja auch richtig nice. Shoutout an Goreshi an der Stelle. Er hat zuvor etwas korrigiert und zwar Buff für die Extreme Class Charaktere ist Angriff, nicht Verteidigung. Okay, gut, dann schauen wir mal an oder rein, was der Segel hier an der Stelle nach dem Super Easy drauf hat. Grim Reaper of Justice Ramp. Was ein geiler Name. Also, nach dem Super Easy A hat er auf den Angriff und auf die Verteidigung 150%. Er bekommt auf den Angriff 200%, auf die Verteidigung 100%, wenn er eine Super Attack macht. Super Class Verbündeten, deren Verteidigung erhöht er um 33% und Extreme Class, ja logischerweise ein Angriff sollte das sein, 33% für 3 Runden. Das ist schon interessant, ne? Dass diese Super Easy Chars auch einfach sowohl Super Class Charaktere als auch Extreme Class Charaktere auf irgendeine Art und Weise buffen. Finde ich aber gut, weil man kann diese Chars ja in einer Umgebung spielen, wo auch Extreme oder Super Class Charaktere vertreten sind. Attack mit der 100% bekommt er, wenn die Key 11 oder drunter sind. Attack mit der 50% bekommt er pro Super Attack, den er gemacht hat. Maximum Attack mit der 150%. Boah, what? Crit Chance und Damage Reduction plus 50% in der Runde, in der sein Key 11 ist. Und diesen Buff bekommt er, nachdem jeder Verbündete eine Runde Keysterin eingesammelt hat. Also das bekommt er, kurz gesagt, auch auf Sword 1 ganz links. What? 50% Crit und 50% Damage Reduction? Das Ding ist, warum 11 Key ist eine stärkere Super Attack von den Effekts. Ich meine, er ist ein oberer Flash-Charakter. Er gibt sich nicht selbstständig Key. Also auf die 11 Key könnte man kommen. Ist schon wichtig auf die 11 Key, weil da sind zusätzliche Attacken, die für 200% Procs und diese 5% Damage Reduction. Wow. Aber er hat eine hohe Chance zu dodgen
und bekommt zusätzlich 33% Dodge-Chance, wenn er eine Super-Attack macht, wenn die Key 12 sind. Okay, also wenn man eben diese 11 Key nicht sammelt, bekommt er dort eine Dodge-Chance. Interessanter Super-Easy-Charakter. Ey, soweit die Super-Easy-Chance, ich meine, da ändert sich zwar nur die Passive, aber man merkt, da geht auf jeden Fall was. Also mit denen kann man definitiv was anfangen. Und jetzt überlegt euch mal, der Easy-Incode-Angst, also der Incode-Angst hat auch sein Easy bekommen, die könnte man theoretisch zusammenspielen. Wobei, ob man das wirklich machen will wegen Overland Flash, im Endeffekt dann, weil der Amigo startet ja sofort als Super Saiyan 3. Muss man halt schauen wegen der 11-Key. Aber lasst mich mal wissen, wie ihr ihn findet. Ich bedanke mich fürs Zusehen, Boys und Girls. Wir sehen uns heute live. Wenn nicht, wenn ich könnte, dann die Tage eben, wie immer. Und ansonsten, ja, alles Gute. Für was? Keine Ahnung, hast du Geburtstag? Alles Gute. Bis dann, mach's gut. Peace. When I pull up as your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, next time you ain't won't be alright.